Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Total War Rome zur Imperior Edition mit mir, mit dem Björnsen 1 und den mächtigen Römern. So, komm, lass mich euch reden hören. Ich warne euch. Anfangen und schauen, ob wir einen neuen Handelspartner für uns gewinnen können. Seleukiden vielleicht jetzt mal, wäre nicht schlecht zu Beginn dieses Let's Plays. Nein, haben alle keinen Bock. Macht nichts, Bewegungspunkte haben wir, meine ich, schon, gesetzt. Ja, ich denke schon, du bist da oben. Hier sind wir, runter marschiert und zwar, Tour. So, du bist schon in deinem Modus. Hier wird schon alles umgebaut. Ihr seid schon im Move und geht hier runter. Petrodava wird bereits eingenommen. Hier habe ich meinen Spion. Machen kann ich erstmal nichts. Hier unten waren andere Fraktionen. Ja, ich gehe mal kurz in die Karte. Also, ich habe die soeben fast vernichtet. Sie sind lediglich noch hier, die gehören zu den soeben und hier vertreten. Und dann, keltische Konföderation und hier Helvetia. Ja, möchte ich ungefähr, ich muss da mal schauen, wo dann, vielleicht mache ich dann hier oben im Norden weiter, erstmal Britannien einnehmen. Muss ich mal schauen. Erstmal hier den Bogen schaffen und die Runde beenden. Also die soeben endlich mal vernichten. So, wird auch mal Zeit. Oder ich gehe dann direkt runter nach Karthago. Wäre auch nicht schlecht, weil ich mir immer noch nicht so ganz sicher bin, was die so vorhaben. Naja. Müssen wir mal schauen. Also, dass die auch die ganze Zeit auf meinem Gebiet unterwegs sind. Es missfällt mir extrem, Freunde. Ich sag's euch. Aber ich habe hier in Süditalien, hier habe ich drei gute Truppen stationiert und ich habe zusätzlich meine kleine Flotte dort aufgebaut. Ja, gut, durch das Ganze habe ich natürlich auch weniger Geldeinnahmen im Monat, was nicht gut ist, aber naja, müssen wir durch. Man kann nicht alles haben. So, motivierte Bevölkerung in Belgica. Ja, ist jetzt wieder schön, dass ich da jetzt nicht reinklicken kann. Hier ist ein Rang aufgestiegen. So, ich wollte jetzt erstmal eben nach Belgica gehen. Okay, Nahrungsversorgung ist schlecht. Oh, schau mal, die ist generell nur noch bei plus 2. Eieiei, seid gut Auswahl. Hier muss ich mal etwas tun. Und hier der gute Sextus ist aufgestiegen bei Tour. So, Geheimaktion. Ach, ist irgendwie beides doof. Da mache ich mal bei den Würdenträger rein. So, Baubericht. Wir haben einen Schrein fertiggestellt, eine Garnisonsstadt. So, gebildet. Mark Barbaren, vertrauenswürdig. Naja. So, inspirierte Bevölkerung in Cisalpina. Ja, das wäre ja mal nicht schlecht. Bringt Kohle, der Goldschmied. Aber bringt auch minus 8 öffentliche Ordnung. Könnte ich mir, kann ich mir nicht leisten. Und dauert 8 Runden, du Schande. Und Geld haben wir dann auch keins mehr. Nee, nee. Also, verborgener Agent wurde entdeckt. Bestimmt hier unten. Ja, wo auch sonst. Also, hier haben wir auch einen Würdenträger. Der ist auch schon in Aktion. So. Genau, ich wollte jetzt mal kurz durch meine Provinzen gehen. Minusnahrung, das ist schlecht. Minusnahrung ist auch schlecht, aber Wohlstand ist gut. Wohlstand auch. 5,5 plus die 3,5, das sind 8, das wären 9. Das könnte ich mir in Italien leisten. Dann bleiben noch 1500. Kann ich irgendwo was für 1500 mit Nahrung machen? Ja, hier habe ich auf jeden Fall auch die falschen Schreine. Weil öffentliche Ordnung habe ich jetzt. Minusnahrung, Wohlstand. Ich weiß nicht, mit den ganzen Schreien. So, hier können wir auf die Taberna gehen. Aber wir machen dadurch minus 4 öffentliche Ordnung. Oh Mann. Artillerie am Mauern. Ich weiß nicht, was wir. Ach, hier können wir auf jeden Fall schon mal die Getreidesilos nehmen. So.
Das ist gut. Hier gehen wir auf Nahrung und da. Genau. Hier können wir umbauen. Hier nehmen wir mal die Wohlstand. Wohlstand. Minus 3 finde ich in Ordnung. Pass auf, das gleichen wir dann hiermit aus. Dann nehmen wir hier mal die Bewässerungsgräben oder die den Viehstall. Der Viehstall, der bringt mir Wohlstand. So. Und hier Schrein Minerva, Schrein des Neptun. Finde ich in Ordnung. Lateinisch Kulturerte, Steuersatz. Dann machen wir das hier auch. So, 5700 noch. Hier ist die öffentliche Ordnung jetzt soweit okay. Die Nahrung wird noch gepusht aktuell. Da gehe ich auf Nahrung. Dann könnte ich doch eigentlich... Nee, könnte ich nicht. Mache ich auch nicht. Ich mache erstmal soweit... Oder sollen wir hier in Tullifordum? Ah, minus 8. Nee. Minus 8 öffentliche Ordnung, das ist schlecht. Hier unten. Trockendock. Nein. Nee, nee, hier machen wir erstmal nichts weiter. So, habe ich jetzt gerade entschieden. Gucken wir mal hier unten. Also, hier sind die Truppen schon unterwegs. Ebenso wie hier. So, dann wollten wir hier rüber gehen. Nach, Samice Goetza. So, was haben wir hier? Die blutrote Glut und die Kinder des Waldes sind beide am Sterben. So, euch ziehe ich vor. Euch ziehe ich vor. So, mit euch warte ich dann noch. Ich gehe da nur gemeinsam hin. Minus 19 jetzt. Pass auf, dann lasse ich hier... Dann lasse ich die beiden Truppen mal so lange hier in der Stadt. So, bleib du da mal auch drin. Wegen... Plus 3 jetzt. Wegen der öffentlichen Ordnung. Ja, also immer dran denken. Also da haben wir einen Würdenträger. Da oben haben wir eine Truppe. Da haben wir eine. Hier unten haben wir was stationiert. Ja, ist soweit gut aufgeteilt, bin ich der Meinung. Und, jetzt will ich mal eben schauen, Eraviska. So, und dann kommen wir hier rum, aber wir können es nicht, wir kommen nicht mehr durch. Na, ich werde hier erstmal die soeben vernichten. Du machst erstmal nichts, du gehst mal hier in deiner Aufklärung. Ich werde die soeben erstmal vernichten. So, Runde beenden. Mit den Eraviskern, weiß nicht, ziehe ich glaube ich auch rüber, nehme ich glaube ich auch direkt ein in die Stadt. Und dann, ja, müssen wir diese ganzen Länder rein, die dazwischen drin hängen, die müssen wir eigentlich auch noch einnehmen. Ich habe die Karte gerne vollständig bei mir. Ihr seid weise genug, nicht untätig am Ufer zu sitzen. Also Pontus, nicht Angriffspakt, Bithymien, Seleukiden. Ein Gegenangebot. Würdest du mir dafür auch Geld zahlen? Stark. Oh. Probier's mal mit 2000. Ihr seid weise genug, nicht un... Super, 1200 bekommen. Sehr schön. Reicht. So, was machen die soeben? Alabo. Ah, die haben hier noch zwei... die haben noch zwei Flotten unterwegs. Müssen wir schauen. Ich schlage einen einfachen Vertrag vor. Bithymien. Zwischen gleichgestellten Freunden. Von diesem Angebot profitieren alle. Da möchte ich aber gerne Geld für haben. Niedrig. Ein Vertrag zwischen unseren Völkern würde uns beide stärker machen. Ja, komm, mach. Annehmen. Du bist ja nur mit Sklaven im Krieg und Pontos magst du, dann mach das einmal. Ich hätte gern ein bisschen Geld dafür mitgenommen, aber... Die Geister sagen uns, dass wir euch Gold anbieten sollen. Und mit den Geistern mir 1100 an. Ich lehne es komplett ab. Nee, nee, euch werde ich gleich erobern. Euch werde ich erobern. Hättet ihr euch mal vorher Gedanken machen sollen, bevor ihr mit mir Krieg anfangt? Die Frage der Fragen ist aber,
Ein Mitglied eurer Familie wird erpresst. Minus 4800. Ah, das ist immer da. Kriegst du einmal Geld, da passiert immer irgendwas. Ich würde aber nichts unternehmen. So, ist mir egal. So, mal schauen insgesamt. Wir haben, vielleicht sogar gehört. Wir haben insgesamt 38% Einfluss. Mal gucken, ob wir irgendjemanden befördern können. Hier. So, sichere Beförderung. Das machen wir. So, dich können wir auch nochmal befördern. Peng, das machen wir auch. Und nochmal. Und nochmal geht's nicht. Doch, dich können wir befördern. Zack. Dich können wir nochmal befördern. Also mit jeder Beförderung erhalten wir neue Boni. So, adoptieren. Gerüchte verbreiten. Nee. So, haben jetzt aber auch wieder nur noch 8900 und ein paar kaputte. Das macht aber nichts. So, Blutgeschworenen. Also, geht ihr mal bitte aus dem Gewaltmarsch raus. So, du auch. Du bist schon. So, du, Stellung keine und du auch, Stellung keine. Also, dann ziehen wir mal die Truppen hier zusammen. So. Ich erwarte eure Befehle. Geh mal hier vor die Tore der Stadt. Ja. Ich glaube, näher geht's nicht. Ich erwarte eure Befehle. Ach, schau mal, die kann ich nicht nachziehen. Also nicht so weit. Wie es müsste. So, dann stationiere ich euch hier alle erstmal. So, mein Spion guckt, was er da machen kann. Und dann... Ja, sollen wir jetzt auf diese Goldproduktion gehen, die wir hier haben? Es bringt uns ja Geld. Warte mal, wo war das? Wo war das hier? Minus 8 öffentliche Ordnung. Wo kann ich mir das denn leisten? Das hatte ich doch, den Goldschmied hatte ich doch noch woanders. Hier. Ja. Hm. Ich weiß es nicht, ob ich dann hier mit der öffentlichen Ordnung klarkomme. Verbesserter Abfluss, minus 8 Nahrung. Nee, ich baue den erstmal nicht. 10.000 ist okay. So, hier würden wir dann minus 8 öffnen. Weißt du was, ich mal hier mal den großen Fischhafen rein für mehr Nahrung, was definitiv mal sein muss. So, und hier mache ich jetzt mal das Trockendock rein. Bäm. So, und hier unten Forschungsrate, Wohlstand, Anpassung an die lateinische Kultur, aber die haben wir doch schon. Obwohl. Komm. Tempel der Minerva machen wir auch mal eben. Wir haben es ja. Und jetzt haben wir es nicht mehr. Und jetzt müssen wir mal schauen. Warum ist eigentlich meine Karte so? Ich denke schon die ganze Zeit. Das sah doch sonst immer anders aus. Wie sah das denn aus sonst? So? Nee. Hilfe! So, oder? So. 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 Ja, Freunde, es sollte immer gleich aussehen. So, wird hier geplündert. Ich weiß gerade gar nicht. Gebäudeverarmung, Militärpräsenz. Okay, ja, komm, ist alles gut. So, rund, Ben. So, Karthago ist wieder on Tour. In Italien. Vielleicht machen sie auch gerade nur Urlaub. Vielleicht gefällt es denen auch bei mir. Kann ja sein. Ja? Man muss ja nicht mal direkt vom Schlimmsten ausgehen. Ich würde mal sagen, die soeben greifen gleich Alabu an. Hm. Und da ziehen sie sich zurück. Greifen gleich bestimmt Alabu an. Da habe ich, meine ich, irgendwas ausgebaut mit einer Garnison und so weiter. Aber ich weiß nicht, wie deren Flotte da oben noch
wie die noch aufgestellt sind. Müssen wir mal schauen. Ansonsten habe ich ja in Port Rey oder wie es heißt, habe ich ja noch eine Armee stehen. Rebellion bevorstehend? Ach ja, ist gut, Mann. Wo denn? Hä? Ist extrem gering. Ach, hier, minus 35. Ja, ja, durch... Warum das denn? Istros? Wird hier geplündert? Sklaven. Die plündern. Die plündern. So, wo habe ich denn hier meine Truppen? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Keltische Konföderation. Könnt ihr die mal angreifen, bitte? Ah, ist ja ärgerlich. Ja, komm, also es sind... Die sind in den letzten Zügen. Kann ich hier noch eine Streitmacht aufstellen? Nein, kann ich auch nicht mehr. So, egal. Erstmal, ist zufrieden mit seinen Lebensumständen. Das ist schön. Das ist sehr schön. Es freut mich zu hören. So, Baubericht. Einiges ist fertiggestellt. Wir haben jetzt zweimal sind wir jetzt auf Nahrung gegangen und trotzdem haben wir immer noch nur plus zwei. Verstehe ich nicht. Aufgebrachte Bevölkerung. Ja, das hatten wir auch gerade schon. Unzufriedene Bevölkerung. Magna Germania. Ja, kommt wieder aber besser, ne? Wird besser. Tuldi Furdum. Ihr könnt doch quasi hier rüber gehen. Reicht das? Hm. Ja, das ist ja eigentlich nichts mehr. Tuldi Furdum, Kasogis. Ja, soll ich euch so vorziehen oder? Komm, ich mach das. Geht einmal hier rüber, dann könnt ihr hier hinten noch ein bisschen was rekrutieren. Dakien. So, verborgener Agent. Nach Dakien muss ich gleich nochmal schauen. Habt ihr noch weitere Befehle? Söldner anheuern. Naja, würde ich nicht. Also, besorgte Bevölkerung in Dakien. Was ist denn da los? Öffentliche Ordnung, Wachstum, Wohlstand, Wohlstand. Das ist gut machen. Ja, unser Reich wächst. Sehr schnell, vielleicht ein bisschen zu schnell. So, wir werden hier Samir Zegusta angreifen, aber erst in der nächsten Runde. Bis dahin, liebe Freunde, euer Björn1.